Ja, es gibt ja Wagemutige, die irgendwo zwischendurch einsteigen. Und wenn man dann Vektorraum liest, dann fliegt einem das ganze Thema eigentlich um die Ohren. Deshalb habe ich hier auch die Übersicht stehen gelassen aus der Definition für Körper aus der Algebra. Ich gehe die nochmal eben ganz kurz durch, weil es gibt da einige Sachen, wo man darauf achten muss, um auch die ganzen Hieroglyphen zu entziffern, braucht man diese ganzen Pakete als Vokabular. Und ich empfehle euch einfach, falls ihr die jetzt nicht locker flockig drauf habt, euch die nochmal anzuschauen. Also ihr müsst wissen, was sind Mengen? Was kann ich mit Mengen machen, dass ich die Mengen in eine Verknüpfung schicken kann? Dann ist hier angerissen Abgeschlossenheit, Assoziativität, Neutralelement, inverse Elemente, Kommutativität, so ein bisschen zur Schreibweise. Und dann der nächste Schritt, wie sind Gruppen definiert? Was ist eine Halbgruppe? Was ist ein Monoid? Was ist eine Gruppe? Was ist eine abelsche Gruppe? Um dann aus einer Verknüpfung mit einer Menge und einer einzigen zweistelligen Verknüpfung dann den Schritt zu finden in eine Menge mit zwei jeweils zweistelligen Verknüpfungen. Das ist in den Videos dann geklärt, was das alles heißt. Und dann eben der Unterschied noch zwischen Ring und Körper, was dann entsprechend ein Körper ist und dass ein Körper, ich hatte das hier zum Schluss noch hingepinnt, nicht wie üblich dann aus der Schulzeit noch in Erinnerung das Paket da ist, sondern per Definition dann erstmal zum Beispiel die reellen Zahlen stellen einen Körper dar. Das ist ja am Anfang, wenn man darüber nicht spricht und wenn man das nicht visuell vor Augen hat, dann kommt man irgendwie durcheinander. Und wenn man das aber als Grundlagen hat, dann kann man die Sprache etwas fließender zumindest sprechen. Und dann kann man zum Vektorraum oder zum linearen Raum kommen. Und viele wollen ja dann einfach nur einen Vektor haben, wie man ihn aus der Schulzeit vielleicht kennt. Und die handelsüblichen Vektoren waren ja dann mit drei Komponenten, das Paket hier und dann einen gezeichneten Pfeil und das Ganze dann ich reiße das mal so an, in 3D, im dreidimensionalen Raum, weil hier Raum steht. Und da müsst ihr jetzt eben vorsichtig sein. Jetzt geht die ganze Reise eben in eine andere Richtung. Also, was ist ein Vektorraum oder ein linearer Raum? Es ist eine algebraische Struktur und die Elemente heißen Vektoren, die man addiert und mit einem oder mit einem Skalar multipliziert. Ein Skalar ist eine Zahl und diese Zahl ist ein Element aus dem entsprechenden Körper, der vorgegeben ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Im einfachsten Sinn, und das mache ich dann auch in den nächsten Videos dann deutlich und fange damit wahrscheinlich auch erst an, weil ihr das wohl gewohnt seid. Im einfachsten Fall habt ihr natürlich so einen Vektor, addiert ihn mit noch einem Vektor, kriegt wieder einen Vektor raus und multipliziert diesen Vektor zum Beispiel mit einer Zahl, mit einem Skalar, vervielfacht den Vektor und seid dann, kriegt dann wieder etwas aus diesem Vektorraum raus. Was gilt noch? Auch Funktionen können Vektoren sein. Auch für Matrizen gilt die Lehre über den Vektorraum. Und da kommen die meisten durcheinander und fragen dann, wie kann denn eine Funktion ein Vektor sein? Das will ich jetzt nicht hier hinpinnen, das würde ich dann in den nächsten Videos machen, dass man dann mal sieht, wie das per Definition alles passt. Also am Anfang sollte man sich damit beschäftigen, das ist vielleicht ein bisschen klarer. Aber ein Vektorraum besteht aus, oder die Elemente des Vektorraums sind Vektoren und diese Vektoren können eben auch Funktionen sein. Das werdet ihr dann sehen. Ich hatte vorhin schon angerissen, die Skalare stammen aus den Körpern und deshalb definiert man immer einen Vektorraum über einen Körper. Und relativ gängig ist am Anfang, dass ihr als Körper eben die reellen Zahlen nehmt. Und ihr müsst dann eben wissen und vorher durchgenommen haben, dass die reellen Zahlen eben einen Körper darstellen und nicht, dass ihr dann das hier als Bild vor Augen habt. Und natürlich kommen dann die Vokabeln Basis und Dimension. Die Basis, das heißt die grundsätzlichen Vektoren, aus denen ich mir alle anderen dann basteln kann. Und die Dimension ist dann relativ schnell geklärt. Das ist dann die Anzahl der Vektoren in der Basis drin. Aber auch das dann in den nächsten Videos. Nur mal so zum Reinkommen und im Überblick ganz wichtig, dass ihr das vorher durchnehmt.